Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Video von mir. Heute geht es um den spanischen Satzbau. Was machen wir heute? Wir schauen uns einmal allgemeine Dinge an. Ich zeige dir, wie der Aussagesatz im Spanischen funktioniert und was das ist. Ich habe drei Beispiele für dich und am Ende gibt es natürlich wieder eine Regel. Ja, legen wir los. Was ist ein Satzbau? Der Fachbegriff für Satzbau ist Syntax und heißt auf gut Deutsch Satzbau. Was ist ein Satzbau? Naja, wie man einen Satz bauen kann, heißt also, es ist die Anordnung von Wörtern in einem Satz. Also in welcher Reihenfolge stehen die Wörter, in welcher Reihenfolge dürfen die Wörter stehen, welche Wörter können nebeneinander stehen, etc. Ja, also wie so ein Baukasten, wie kann ich die Wörter anordnen? Und welche Regeln gibt es dazu? Da gibt es nämlich eine Menge. Wir schauen uns heute in diesem Video nur den Aussagesatz an. Es gibt noch Relativsätze, Fragesätze und so weiter. Heute erstmal nur den Aussagesatz. Ein Aussagesatz kann ein Satz sein, der falsch oder wahr ist. Ja, morgen wird es regnen. Ich habe gestern nicht aufgegessen. Also so Standardsätze. So, jetzt nicht erschrecken. Und zwar habe ich dir hier einmal einen Überblick mitgebracht. Also am Anfang eines spanischen Satzes kann, aber muss nicht ein Adverb stehen. Entweder es steht vorne oder es steht hinten. Deswegen ist das in Klammern beides. So, ein Adverb ist, ja, unter welchen Umständen etwas passiert, wo etwas passiert, wann es passiert ist und so weiter. Dann kommt das Subjekt. Und ich lese dir mal einmal erstmal diesen Merksatz vor, den fand ich ganz gut. Und zwar kann man sich das merken, wer macht was, für wen, unter welchen Umständen. Ja, oder wenn man das eben am Anfang hat, dann liest man das am Anfang vor. Ich finde, diesen Satz kann man sich gut merken und anhand dessen dröseln wir das jetzt auf. Also, wer ist das Subjekt? Und in diesem Fall ist das Maria. Was macht Maria, das ist das Verb und in diesem Fall schreibt sie etwas. Und jetzt kommen zwei Objekte. Ich hätte fast Objektive gesagt. Also jetzt kommen zwei Objekte, die müssen nicht beide kommen. Aber wenn, dann kommt erst das Akkusativobjekt und dann das Dativobjekt. Akkusativobjekt ist wen oder was. Dativ wäre wem. So, und du siehst jetzt, wem schreibt Maria eine E-Mail? Pepe. Ja, das ist dann hier für wen. Und wen oder was schreibt Maria an Pepe eine E-Mail und das ist dann hier. So, und am Ende haben wir noch ein Adverb, unter welchen Umständen oder eine adverbiale Bestimmung des Ortes, von wo, von zu Hause. So, das heißt nochmal, wer macht was für wen, unter welchen Umständen? Kann man sich, glaube ich, gut merken. Wir schauen uns diesen Satz jetzt einmal auf Spanisch an. So, das brauchen wir hier nicht, denn hier steht nichts. Subjekt des Satzes, ne, wer oder was macht etwas? Maria. Dann haben wir das Verb escribe und das hier, dieses kleine Wörtchen le, das hat was mit apepe zu tun. Das erkläre ich dir in einem anderen Video. Wenn ich das jetzt hier anfange, dann brauchen wir viel zu viel Zeit. Ignoriere es erstmal, aber es muss auf jeden Fall da stehen. So, das Verb, wie gesagt, escribe, schreiben. Und jetzt haben wir das erste Objekt, also Akkusativ, wen oder was schreibt Maria eine E-Mail? An wen? An Pepe? Von wo? Von zu Hause? Hätte jetzt auch sein können, von ihrem Laptop aus. Ne? So. Also kannst du merken, SVOOA. Wobei A am Anfang oder am Ende stehen kann, muss aber nicht. So, und was auch wichtig ist, diese Reihenfolge muss auch so eingehalten werden, aber es muss nicht immer alles da sein. Also ich hätte ja auch einfach sagen können, Maria escribe. Ja, ohne le, das vergisst du dann. Maria escribe, hätten wir Subjekt und Verb, würde auch reichen. Das heißt, das Kleinste, was ein Satz braucht im Spanischen, ein regulärer Satz, sage ich jetzt mal, ist Subjekt und Verb. Ja, so. Schauen wir uns mal drei Beispiele an. Das ist jetzt der Satz von eben, nur ohne Pepe. Das heißt, es reicht, wenn man hat Subjekt, Verb und ein Objekt. Reicht. Ja? Maria schreibt eine E-Mail. So, jetzt haben wir hier noch an wen und von wo.
Ja, Maria le escribe un correo electrónico a Pepe en su casa. Und jetzt wollte ich dir nochmal zeigen, wie das mit der Verneinung ist. Du hast hoffentlich in meinem vorherigen Video schon gelernt, dass das Verb, also das konjugierte Verb entscheidend ist. Das muss man suchen, das ist hier. Und eigentlich kommt davor immer die Verneinung. In diesem Fall aber nicht, denn wir haben hier noch le stehen und dann rutscht das nu vor das le. Wichtig, falls du dir das noch nicht gut merken kannst, schau dir bitte das Video nochmal an. Ich verlinke das hier auch oben. So, das heißt die Faustregel erstmal für allgemeine Sätze, ja, Aussagesätze ist A am Anfang für Adverbien jeglicher Art, muss aber nicht sein, Subjekt, Verb, Objekt, Objekt und dann wieder irgendwelche adverbialen Bestimmungen, muss aber nicht sein. Ja, das heißt die kleinste Einheit nochmal ist Subjekt und Verb. Hier nochmal wichtig, die Verneinung kommt vor das konjugierte Verb. Ich habe das jetzt so gemacht, weil das ist auch hier. Es gibt aber noch eine Erweiterung der Regel. Die Verneinung kommt vor das konjugierte Verb und vor. Und jetzt sind das diese Pronomen hier. Das sind unbetonte Personalpronomen und einmal hier das Reflexivpronomen. Also sobald diese Wörtchen noch da sind, muss das davor. Wir hatten das ja eben, ich kann noch ein Beispiel einmal aufschreiben, zum Beispiel no me gusta, was weiß ich, da wäre gusta das Verb, me wäre jetzt hier eins dieser Pronomen und dann rutscht das no davor. Ja, das war's für den spanischen Satzbau heute, für den Aussagesatz. Es werden noch Videos kommen zum Fragesatz, Relativsatz und. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wenn du mir ein Feedback hinterlässt und wenn du noch nicht getan hast, abonniere doch gerne meinen Kanal, dann freue ich mich. In diesem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Video.